Ich möchte Ihnen jetzt hier noch drei weitere Geräte zeigen zur Messung der Fluoreszenz. Wir haben hier einmal ein Turner Filterfluorimeter. Dieses Gerät kann man benutzen zur Messung von Öl und Diesel in Wasser. Es beruht auf dem Prinzip, dass diese Kraftstoffe selber fluoreszieren. Ich fülle die Probe in eine kleine Küvette und diese Küvette wird in diesen Probenbehälter gegeben und danach kann ich die Messung durchführen. Hier wird die Fluoreszenz von verschiedenen Kraftstoffen verwendet, um eine Messung zu erzielen. Das ist ein sogenanntes Filterfluorimeter. Das heißt, ich habe hier eine Lampe, die die Anregung erzeugt, eine LED in einem bestimmten Wellenlängenbereich. Das sind kurze Wellenlängen, ultraviolett. Und ich habe einen Filter, der das emittierte Licht filtert, genau auf den Bereich der Emissionswellenlänge. Und daraus wird dann die Konzentration über eine Kalibrierung berechnet. Solche Geräte kosten in der Größenordnung von 3.000 bis 7.000, 8.000 Euro, je nach Ausstattung mit Filtern. Daneben haben wir ein Geländefluorimeter. Sie können hier vorne vielleicht das blaue Licht erkennen, das erzeugt wird. Wir haben also hier die LED-Lampe in dem Gerät. Die erzeugt ein Licht. Das Licht wird in den Wasserkörper geworfen. Dort entsteht die Fluoreszenz und das zurückfluoreszierte Licht wird direkt in diesem Gerät gemessen. Das Signal wird dann übertragen auf einen Datalogger und dieser Datalogger kann mit einem Smartphone ausgelesen werden. Damit kann man Tracer-Experimente direkt im Gelände beobachten. Und schließlich möchte ich Ihnen ein modernes Spektralfluorimeter zeigen, was inzwischen sehr stark reduziert ist. Wir haben einmal eine Lampe. Das ist die Diodenlampe. Hier wird ein Lichtsignal erzeugt einer bestimmten Wellenlänge. Man kann die LEDs modular anpassen. Das ist hier die LED für Sulfurodamin. Und im Gerät haben wir gerade eine LED für Uranin. Das Licht wird dann über ein Glasfaserstrang in die Messzelle geleitet. Ich habe hier in der Küvette eine Probe mit Uranin. Und Sie sehen, die Fluoreszenz ist intensiv. Die Anregung erfolgt hier über das Glasfaserkabel, den Lichtleiter, in die Probe. Und im Winkel von 90 Grad wird das Licht jetzt hier durch ein zweites Glasfaserkabel geleitet hin zum Spektrometer. In diesem Gerät wird dann tatsächlich die Wellenlänge gemessen, die erzeugt wird durch die Anregung. Bei Uranin haben wir die Anregung bei 491, die Emission bei 515, 516. Wir erzeugen also mit diesem Gerät 491 und wir messen mit diesem Gerät 516 Nanometer. Das Ergebnis können wir dann direkt in der Software beobachten. Wir haben also hier die Reaktion. Wir können hier das Messsignal erkennen und daraus kann die Konzentration berechnet werden. Das ist die moderne Messung mit Fluorimetern. Wir brauchen dafür solche Küvetten. Kann man Küvetten unterschiedlicher Qualität kaufen aus Glas, um das optimale Ergebnis zu erzeugen.